Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Cham. Leute, heute ist der 11. Dezember und das heißt, wir machen wieder ein Päckchen auf. Und zwar ist 11. ein kleines, kompaktes jetzt wieder, nachdem wir ja gestern mal wieder was Größeres gehabt haben. Diese Tinbox, diese Marshadow GX Tinbox. Mann, ich bin so schlecht beim Merken, ey. Jetzt ist ein Tag her und ich kann mich wieder kaum dran erinnern. Wir hatten die Marshadow GX Tinbox, wo man Chris Fullart gezogen haben. Der war super. Und heute haben wir 3 Booster. Wow, RIP, Geschenkpapier. Wo lege ich das? Ich werf's einfach. Ich werf's einfach am Boden. 3 Booster Packs, einmal Stunde der Wächter und 2-mal aufziehende Sturmröte. Oh yeah, das ist auch mal nicht schlecht. Da würde ich direkt sagen, wir fangen mit aufziehender Sturmröte an. Ich würde sagen, aufziehender Sturmröte, Stunde der Wächter und dann nochmal ein aufziehender Sturmröte. So. Und dann haben wir hier einmal den Code für euch, liebe Leute. Dann haben wir 4 und 2. Und wir starten mit einem, mit einem sehr traurigen Bashwa. Da haben wir ein Molung, ein Irbis, ein Krebskorps, das sehr bestimmend aussieht. Ein Starer Lilly, eine Wasserenergiekarte, ein Alola Georock, verschlungener Hain, Emolga, ein Starmie als Reverse Holo und die Rare ist ein Staraptor. Sogar eine Reverse Holo Rare des Starmie. Ziemlich cool, sieht auch ziemlich als Knete Artwork wieder mal. Sieht ziemlich schön aus. Doch, kann man lassen. So, haben wir gesagt, das nächste ist Stunde der Wächter. Und Leute, wir haben den zweiten Advent jetzt hinter uns gebracht. Und das heißt, wir haben die Halbzeit hinter uns. Und es sind nur noch... Jetzt muss ich überlegen. Wir haben jetzt nur noch, in Anführungszeichen, also nicht ganz die Halbzeit. Wir haben jetzt halt den 11. Das heißt, wir haben noch 13 Tage vor uns. Hier ist der Code für euch. Und dann... Mann, Leute. Dann ist Weihnachten. Ich freue mich schon mega. Naskmatch, Walbini, Wuffels, Viscora, eine Kampfenergiekarte, Lamus, ein Kuckmada, Rettungstrage, ein Mimigma Reverse Holo Rare und die Rare ist ein Amphira. Okay, also auch im Stunde der Wächter Pack wieder kein Glück. Wir hatten hier noch eine Energiekarte, die lege ich gleich raus. Den muss ich sammeln. Ich nehme immer separat auf dem Stapel die ganzen Energiekarten. Boah. Braucht kein Mensch mehr so viele. Also langsam könnten sie wieder aufhören, diese Karten in den Booster mit drin zu haben, weil es einfach ja unnötig viel ist, ne? Aber gut, schauen wir mal. Also wir starten mit einem Mankey. Dann haben wir einen Miniras, einen Laukaps, ein Bashwa, einen Molunk, eine Unlichtenergiekarte, Seht es nichts, Alpollo, Konterfänger, ein Reverse Holo, und die Rare ist ein, oh yes, nice, ein fleißiges Staffelholz, Secret Rare, oh god damn, darauf war ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet, ich brauche meine Sleeves, wo sind meine Perfect Size Sleeves, hier haben wir's, holen wir die direkt hier raus, oh Schüssel, Secret Rare Staffelholz, awesome. Guck mal, so mal an die Karte. Sieht ja wirklich mega nice aus. Wenn das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, ein aktives Pokémon ist und durch Schaden einer Attacke deines Gegners kampfunfähig wird, verschiebe bis zu 3 Basisenergiekarten von jenem Pokémon auf ein Pokémon auf deiner Bank. Na, das ist doch ganz okay. Gut, das war's auch schon wieder für heute. Ich würde mal sagen, der Tag heute hat sich wieder super gelohnt. Gestern Full Art Chris. Und heute ein fleißiges Staffelholz in Full Art. Sehr, 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 sehr geil. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann morgen zum 12. Türchen wieder. Macht's gut, Leute. Nicht vergessen, 16.12. was mir gerade wieder einfällt. 16.12. ist unser Stream. Der Rot gegen Blau Stream mit PPP. Um gegen Mittag sowas fangen wir an. 12, 13 Uhr fangen wir an. Dürft ihr nicht verpassen, unbedingt meinen Gaming-Kanal abonnieren. Unten in der Beschreibung ist er. Ansonsten haltet die Ohren steif. Bis morgen. Ciao.